Atem anhalten. Einatmen, anhalten. Ausatmen. Ja, Sie können sich wieder anziehen. Also, eine Bronchitis haben Sie nicht, gestatten Sie. Das werde ich ja wohl besser wissen. Sagen Sie, was wollen Sie dann bei mir? Also meine Augen sind jedenfalls in Ordnung, Herr Doktor. Ich habe Ihnen doch gesagt, was ich will. Wissen Sie, Codein ist ein Morphinderivat, das akute Atemwegserkrankungen lindert. Aber es wird auch von Süchtigen gegen Entzugserscheinungen genommen. Nehmen Sie mal Platz. Ja und? Machen Sie sich doch nichts vor. Die Krankheit, die Sie haben, nennt man Sucht. Kommt in besten Familien vor. Na, hören Sie mal. Wissen Sie, es ist gar nicht mehr so schwierig, einen Platz in der Entzugsklinik zu bekommen. Ja, aber mit den Tabletten könnte man den Entzug vielleicht auch so schaffen. Schwerer als Sie denken. Ja. Entschuldige, Uli, der Techniker ist da wegen des Sonogeräts bei Moritz. Ah, Sie entschuldigen mich mal einen Moment. Du sollst Perl mal fragen, ob er nicht deinen Ausdruck mit dir macht. Immerhin hat er geholfen, dass sein Vater die Anzeige zurücksieht. Ja, schon. Meinst du, das hat er einfach nur so gemacht, oder? Ich weiß ja nicht. Super, war. Vielleicht hat er ja eine andere. Hast du es gesehen? Naja, der hängt immer mit so einer Tussi aus seiner Stufe rum. Sind sie dann wirklich zusammen? Haben die geknutscht? Habe ich nicht gesehen. Also, wenn du ihn wirklich willst, dann muss er auch ganz offensiv sein. Also. Na, die Damen. Alles Paletten? Ja. So? Hm? Teuer. Na, die Damen. Alles Paletten? So, es tut mir leid. Bitte. Ramona! Sagen Sie, ist mein letzter Patient bei Ihnen vorbeigekommen? Das kannst du heraus. Wieso? Suchen Sie mal die Unterlage raus. Ach, gibt's nicht. Privatpatient. Aber der hat das Frankfurter Adresse dagelassen. Auch das doch. Wahrscheinlich auf der Durchreise. Dabei ist er nur eingeschränkt verkehrstauglich. Hm. Hinnerksen! Hör doch mal, mein Onkel aus Kanada hat geschrieben. Anlässlich meiner Hochzeit möchte ich dich und deinen Mann zu mir einladen. Ich würde mich überaus freuen, wenn ihr kommen könnt. Dein Dick. Hau, hau, hau. Kanada, das ist ja bannig weit weg. Wo du überall Verwandte hast. Nicht? Wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, mal was ganz anderes zu sehen. Ja, da gibt's ja massenhaft Natur in Kanada. Und wir beide, wir haben uns doch mal einen richtigen Urlaub verdient. Ja, aber glaubst du, dass der Doktor dir freigibt? Wenn du nicht da bist, geht doch bei dem in der Praxis gar nichts mehr. Das lass mich mal machen. Meine Süße, du. So was, Kanada. Auch gesagt. Siehst du? So ein Scheiß. Zu spät. Naja, sie hat schon ein cooleres Outfit als du.
Na toll, danke. Jeanette, warte. Das war nicht so gemeint. Warte mal eben. Jeanette! Rosa, Sie wollten doch die Versuchsanordnung im Labor aufbauen. Ja, ist schon klar. Tina! Vorsicht! Nicht den Helm abnehmen! Moritz! Nicht bewegen, Tina. Ah, meine Schulter! Bleib ganz ruhig liegen. Gut, dass du da bist. Blöde Tussi schmeißt sich Per einfach an den Hals. Du magst mich, wenn ich das mache. Du musst einen verdammt guten Schutzengel haben, Tina. Ja, oder gleich mehrere. Ja, Fahrradflucht. Stellte sofort die Fahndung ein. Ja. Moritz, kommst du nicht mit ins Krankenhaus? Natürlich kommt er mit. Ich übernehme Ihre Patienten, Herr Kollege, und vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben. Keine Aufregung, Herr Mansberg. Wir haben noch nie eine Frist verstreichen lassen. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. Vanja Teschner? Ja, Vanja, hör mal zu, Tina ist mit dem Motorroller verunglückt. Was? Bleib mal bitte kurz dran, Dad. Herr Mansberg, darf ich Sie gleich zurückrufen? Ja, wenn es denn sein muss. So, was ist los, Dad? Tina ist mit dem Motorroller verunglückt, aber wie wir auf den ersten Blick feststellen konnten, hat sie keine größeren Verletzungen. Oh Gott, wo ist sie denn jetzt? Auf dem Weg in die Klinik. Ich kann das hier unmöglich weg. Ich komme, sobald es geht. Wenn deine Arbeit so wichtig ist. Dad, ich komme gleich nach meinem Termin. Na gut, bis dann. Herr Grün ist jetzt da. Ah, moin, moin. Ich werde beim Schiff ein gutes Wort für dich einlegen. Bitte lass mich nur machen. Ich frag ihn das schon selbst. Ist der Unterricht ausgefallen? Sind alle so gemein zu mir? Was ist denn los? Jeanette! Ich hab so eine Ahnung. Moin, moin, Chef. Chef, erstmal nur als Frage. Ich habe noch Verwandtschaft in Kanada. Einen Onkel. Und der. Ja, und mit Moritz haben wir schon gesprochen. Und für Moritz, also den Herausweint, da ist okay, hat er gesagt. Ja, nun ist ja schon gut mit der, nun lass mich mal machen. Ja, und dieser Onkel, der hat also uns, den Hinnack und mich, zu seiner Hochzeit eingeladen. Und. Meine Damen, sagen Sie, hat es sich zeitlich schon mal gerade unter einem schweren Not? Nee, ist ja schon klar. Es ist nur, ob es vielleicht möglich wäre, kurzfristig freizubekommen. Brigitte würde dann wieder den Tresen übernehmen. Ja, die Gertrud will nach Kanada und ich könnte helfen, Brigitte einzuarbeiten. Also ja, und mit dem Reiterhof komme ich schon klar. Meine Damen, wenn ich das richtig verstanden habe, Schwester Gertrud. Uli, Jeanette ist gerade von der Schule zurückgekommen. Verdammt nochmal, kann ich auch mal was sagen? Tina hat einen Unfall. Fahrerflucht. Aber keine Sorgen, meine Damen. Wahrscheinlich hat sie noch mal Glück gehabt. Er hat sich ja tapfer gehalten, der kleine Moritz. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Wiedersehen. Entschuldigen Sie? Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Ist Ihnen etwas zugestoßen?
Von heute auf morgen war ich draußen. Arbeit weg, Geld weg. Ist es denn völlig hoffnungslos? Es ist noch viel schlimmer. Ohne mich zu dopen, hätte ich das all die Jahre gar nicht durchgehalten. Sie haben noch Schweigepflicht, oder? Ja. Es ist sowieso alles sinnlos. Wollen Sie es mir erzählen? Kann ich ein Glas Wasser haben? Aber bitte, bitte, pass auf meinen Wagen auf, ne? Moin. Es ist so lieb, dass du bei mir warst, Dan. Ja, ist doch selbstverständlich. Ah, da kommt Teschner Junior. Tina, tut mir leid, es ging leider nicht. Oh Gott. Hallo, Vanya. Mann. Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Sie hatte Glück im Unglück. Außer Prellungen und Hautabschürfungen haben wir nichts festgestellt. Bitte. Pass mir gut auf Sie auf. Weißt du? Mach ich. Gut, hab vielen Dank. Wir müssen auch gleich los, weil ich noch einen Termin habe. Kommst du? Ja. Ja. Danke. Komm. Tschüss. Tschüss. Deine Jacke? Ja, lass mich an. Ich kann später noch mal vorbeischauen. Gerne, Moritz. Das wäre wirklich nett. Ciao. Ciao. Danke, Moritz. Tschüss. Tschüss. Hübsches Mädchen. Steht auf dich. Sehr witzig. Man kommt nie ohne Grund in eine Kirche. Und niemals vergebens. Was ist passiert? Ich habe Motorroller angefahren. Ich bin einfach weiter. Sie sollten die Verantwortung übernehmen. Dass Sie zu mir in die Kirche gekommen sind, das ist gut, aber... Ich muss wissen, ob der Fahrer noch lebt. Helfen Sie mir bitte. Ich will sehen, was ich tun kann. Aber Sie lassen das Auto jetzt stehen. Reichen auch nur noch für ein, zwei Tage. Gut, kommen Sie morgen. Dann weiß ich vielleicht mehr. Anja ist nachher ganz langsam gefahren, aber selbst da hatte ich noch panische Angst. Ich habe geschwitzt, gezittert, hatte Herzrasen und das als Beifahrer. Weißt du, es kann dauern, bis man so einen Schock überwunden hat. Was du jetzt vor allem brauchst, ist Ruhe. Komm hin. Oh, danke. Schon besser? Mhm. Sag mal, und Anja, hast du gleich wieder in die Kanzlei gefahren? Ja, er hatte es sehr eilig. Sonst alles in Ordnung? Ja, also, ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen Stress. Ah ja. Stress? Naja, es ist nur, er hat halt immer so wenig Zeit. Vanya will immer, dass alles so weiterläuft wie bisher. Weißt du, ich will mit ihm den Ozean durchschwimmen und ihm reicht's nur, den Fuß ins Wasser zu halten. Hinnerkinnachsen! Hinnerkinnachsen! Wir fahren! Wir fahren nach Kanada. Der Doktor hat uns freigegeben. Och nee, Mann, Gertrud. Ich muss doch den Vollmond für meine Kräuter nutzen. Und was wird mit dem Fahrradverleih?
Und denk an die vielen Grizzlies, die in Kanada rumlaufen. Und überhaupt, ich habe noch die Nase voll von Brasilien, Urwald und so. Und dann direkt im Mang ins Tropeninstitut, in die Quarantäne. Nee, ich glaube nicht, dass Hinnerksen noch mal über den großen Teich geht. Nee, bei aller Liebe nicht. Und damit basta. Und überhaupt, Gertrud. Erzähl das deinen Kräutern. Gertrud. Wenn du ihnen im Mondschein begegnest. Gertrud. Und dafür kommst du in meine Kanzlei? Um mir zu sagen, dass Tina alleine zu Hause sitzt? Meinst du nicht, dass ich das selber weiß? Wissen ist manchmal sehr relativ, Vanya. Ist gut, denn es reicht. Ein Anruf hättest du auch getan. Am Telefon bist du ja nicht zu fassen. Jetzt fangen du auch noch damit an. Ich wollte ja nur sagen, dass Tina dich braucht. Ich meine, dass sie dich heute sehr braucht. Mehr wollte ich ja nicht. Ja, wunderbar. Und was soll ich bitte meinen Klienten erzählen? Ich habe hier eine super komplizierte Erbschaftssache laufen. Manchmal muss man eben auch Prioritäten setzen. Na, das sagt ja der Richtige. Wer von uns beiden ist denn hier der Workaholic, hä? Ich weiß, wann ich den Bogen überspanne. Was willst du denn? Es ist doch gar nichts passiert. Nein. Nichts passiert. Lass stecken, Dad. Tina versteht mich schon. Naja. Du musst es ja wissen. Also, wie warst du jedenfalls nicht? Was genau hast du denn geträumt? Ein Unfall. Ein Auto kam auf mich zugerast und hat mich einfach umgefahren. Ach gut, dass du uns angerufen hast. Vanya hätte ja eh keine Zeit gehabt. Es ist angerichtet. Na komm, jetzt ist das noch. Männer sind eben mit ihrem Beruf verheiratet. Anwesende ausgenommen. Danke. Ach, Vera. Du hast echt Glück. Mhm. Wenn der Herr Doktor nicht gerade Bereitschaft hat oder Notdienst oder Hausbesuche. Ich weiß wirklich manchmal nicht, ob das alles noch Sinn macht. Nicht weinen. Vanya hat das nicht so gemeint. Und Moritz kümmert sich um dich. Moin, Herr Kollege. Moin. Ganz schön spät. Hm? War gestern mit Vera noch die halbe Nacht bei Tina. Bis Vanya dann endlich mal nach Hause kam. Wir wollten sie nicht alleine lassen. Was war denn? Sie hat Albträume vom Unfall. Angstzustände. Das habe ich befürchtet. Also ich denke, wir haben es mit einer posttraumatischen Belastungsreaktion zu tun. Oder? Sie hatte schon auf dem Rückweg vom Krankenhaus so ein Herzrasen gehabt. Sie kommen nachher in die Praxis. Sie kümmern sich drum? Na klar. Danke, Herr Dr. Auswein. Keine Ursache, Chef. Uli. Jeanette will heute nicht zur Schule gehen. Sie macht einen auf krank. So? Was fehlt ihr denn? Ja, jedenfalls keine gesundheitlichen Beschwerden. Sie findet sich hässlich und alle sind gemein. Verstehe. Liebeskummer. Ja, anzunehmen. Weißt du, wenn Jeanette sich zu krank fühlt für die Schule, dann sollten wir sie auch nicht zwingen. Also ich weiß nicht. Ach komm, die beruhigt sich schon wieder. Praxis Dr. Teschner Wegener, guten Tag. So. Ciao, ich muss los. Vanya, ich muss dir was sagen. Können wir das Ding heute Abend besprechen? Ich habe verdammt wenig Zeit. Ich habe immer wieder versucht, mir einzugehen, dass es noch stimmt zwischen uns. Liebling, lass uns später drüber reden, okay? Aber man kann sich auch zu lange was vormachen. Was soll denn das jetzt? Ich habe wirklich keine Zeit. Tschüss. Hast du doch eh nie. Jetzt brauchst du auch keine Zeit mehr für mich aufzuopfern. Es ist nämlich vorbei. Bitte. Du willst Schluss machen? Anja, ich will mehr als einen Freund, mit dem man nur zusammen wohnt, ab und zu Sex hat, 14 Tage im Jahr in Urlaub fährt. Ich will einen Partner, mit dem ich gemeinsam leben, Pläne schmieden, Träume haben kann. Ja, aber man lebt nicht allein von Träumen. Soll ich es alles stehen und liegen lassen, oder wie? Darum geht's doch nicht. Und außerdem hast du es doch so eilig. Tina! Moin, moin, Frau Pastorin. Moin. Na, was gibt's?
Ich brauche Ihren Beistand. Als Mensch und Mediziner. Das klingt aber mehr nach Ihrem Beruf. Aber bitte, nehmen Sie Platz. Das mag sein. Danach hat mich schon mal jemand gefragt. Das war vor 2 Tagen, so ein junger Mann. Mit so einer schicken Sonnenbrille. Ich will ihm helfen. Dem hilft nur eine Entziehungskur. Sein Suchtpatient. Da besteht die akute Gefahr der Beschaffungskriminalität. Ich bin in Sorge, dass er noch mehr Dummheiten machen wird. Moment mal. Was heißt noch mehr? Ja, er hat einen Motorroller angefahren. Dann ist das der verfluchte Kerl, der Tina angefahren hat. Ist sie schwer verletzt? Nein, nein, sie hatte Glück. Im Unglück ist auch schon wieder zu Hause. Gott sei Dank. Der soll mich kennenlernen. Ich rufe es dann kurz an. Ich verstehe Sie. Aber wir haben Schweigepflicht. Aber der Mann darf keinen Meter mehr Auto fahren. Ja, er kommt heute wieder. Aber dann nehmen Sie ihm wenigstens den Autoschlüssel ab. Ich schaff's einfach nicht. Schön, dass Sie gekommen sind. Wie geht's dem Unfallopfer? Ich hätte gerne erstmal Ihren Autoschlüssel. Ich will sicher gehen, dass Sie nicht mehr fahren. Das ist Erpressung. Das mag sein. Also, geben Sie mir Ihren Schlüssel. Also gut. Ihr Opfer hatte Glück. Der jungen Frau ist nicht viel passiert. Ein erster Schritt ist getan. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen auch bei den nächsten. Und ich, Trottel, habe Ihnen vertraut. Aber Herr... Entschuldigung. Wissen Sie zufällig, wem der Geländewagen vor der Kirche gehört? Keine Ahnung, Herr Olsen. Danke. Herr Olsen, haben Sie eigentlich schon was wegen der Pfarrerflucht rausbekommen? Die Fahndung läuft, aber... Wahrscheinlich ist der Mensch schon über alle Berge. Moritz, ich kann doch nicht mal mehr Auto fahren. Ja, komm, Tina, jetzt bleib mal ruhig. Das wird schon wieder. Das braucht nur seine Zeit. Hier, ich hab dir das mitgebracht. Das ist Johanniskraut, ein Pflanzenpräparat. Da kannst du ein paar am Tag von nehmen, das beruhigt. Danke. So, und jetzt guck ich mir mal deine Wunde an. Was ist denn das? Eine Wärmflasche? Nee, das nur nicht gerade. Was ist denn das? Ja, was? Darf ich? Hey, das ist aber süß. Wer ist denn das? Darf ich vorstellen? Das ist Knut. Zach, Knut. Altes Seeungeheuer. Du, deine Wunde, die sieht schon wieder ganz gut aus. Hör mal, ich küsse keine Typen. Auch wenn sie noch so süß sind. Tina, echt.
Der soll sich erst mal rasieren. Ich habe mich von Vanya getrennt. Mensch, Tina, das tut mir leid. Musste denn das sein? Es ging nicht mehr. Oh. Das ist ja eine Überraschung. Hi, Dad. Heute habe ich wenig Zeit. Tina hat mit mir Schluss gemacht. Tut mir leid, Vanya. Und mir tut's leid, dass ich gestern so mies zu dir war. Schon gut, mein Junge. Ich hätte mich auch nicht einmischen müssen. Egal, wie sehr ich Tina mag. Ja, aber du hattest recht. Ich wollte dir nur sagen, du musst verdammt nochmal aufpassen, sie nicht zu verlieren. Deswegen war ich in der Kanzlei, aber das ist ja wohl gründlich in die Hose gegangen. Und ich konnte dir nicht mal 5 Minuten zuhören, ich Idiot. Wenn du sie magst. Ich meine, wenn du sie wirklich magst. Verdammt nochmal, du musst wissen, was du willst. Ja. Aber dafür ist es vielleicht schon zu spät. Ja, klar komme ich, Tina. Du, heute geht's nicht mehr, aber morgen. Ja, ich komme morgen vorbei, ja? Verspreche ich dir. Du, gute Besserung und liebe Grüße von Vera. Hör auf! Sa, dafür kriegst du jetzt einen Blutfleck. Nein, ich will kein Hämatom mehr. Wenn ich früher Kummer hatte, dann lag das, ehrlich gesagt, meistens an den Jungs. Mit 15 war ich mal total verliebt. Aber denkst du, der Typ hätte mich mal eingeladen? Oder mich überhaupt wahrgenommen? Irgendwann habe ich mich durchgerungen und habe ihn ins Kino eingeladen. Ich war so glücklich, als er zugesagt hat. Aber im Kino ist er dann mit einer anderen aufgetaucht. So ein Arschloch. Was ist denn los? Hat er eine andere? Wie dumm von ihm. Ach, mein Mädchen. Es gibt noch andere coole Jungs. Aber niemand wie Peer. Versteh dich ja. Doktor, er will einfach nicht nach Kanada, der sture Kräuterbauer. Ja, warum denn nicht? Wer ist ihm lieber zu Hause? Ja. Passen Sie auf, Gertrud. Wenn Sie morgen zur Nachuntersuchung kommen, dann bringen Sie ihn einfach mit und den Rest, den mache ich dann. Wirklich? Na klar, ich meine, Stubenhocker kann auch mit 90 werden. Ach, Doktor, das wäre so schön, wenn Sie ihn rumkriegen könnten. Ja, gut, Schwester Gertrud, das ist schon in Ordnung. Ich mache das dann. Ja, moin, moin. Na nu, Jeanette. Schon wieder auf den Beinen? Den Trick musst du mir verraten. Tricks waren da nicht notwendig. Ich müsste nachher noch mal weg. Das glaube ich nicht. Was? Das heißt wie bitte? Wenn du krank bist, bist du krank. Und wenn du wieder gesund bist, dann kannst du möglicherweise morgen in die Schule. Einverstanden? Na gut, bleibe ich halt hier. Hm. Aber pass auf, aus Mitleid und Zuneigung wird schnell mehr. Ich bin mit dir zusammen, Vera. Ich will niemand anderes. Mhm. Aber wenn man sich so nahe kommt, kann leicht was passieren. Bei mir nicht. Und jetzt? Kommst du? Mit mir? Ins Wasser! Schief gelaufen. Er glaubte, dass ich ihn verraten wollte. Oh, verdammt. Den Autoschlüssel habe ich auch nicht. Den schnapp ich mir. Egal wie. Ich dachte, Sie könnten mir seine Adresse geben. Na, glauben Sie, Sie können jetzt bei ihm noch was ausrichten? Na, ich will es wenigstens versuchen. Wir haben nur seine Privatanschrift in Frankfurt. Dafür wird sich die Polizei interessieren. Mein Gott, wenn diese verfluchte Schweigepflicht nicht gewesen wäre. Dr. Teschner, sollen wir nicht lieber alle Pensionen durchtelefonieren? Dicke sind es klein. Wen suchen Sie denn? Einen Patienten, der neulich abgehauen ist. Den habe ich gestern im alten Landkrug gesehen. Ach, das sagen Sie erst jetzt. Ich wusste ja nicht, dass Sie den suchen. Mann.
gut. Habe ich noch ein Haus zu suchen, mehr. Gut, aber vergessen Sie nicht. Von mir wissen Sie nichts. Moin, moin. Moin, Herr Doktor. Sagen Sie, Herr Bohm, ist bei Ihnen ein gewisser Herr Winter abgestiegen? Ist was passiert? Welche Zimmernummer hat er? Der war hier, der hat heute Morgen ausgecheckt. Ist er mit dem Wagen weg? Keine Ahnung. Gottes Willen, der darf überhaupt nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Das ist eine Gefahr für alle Menschen. Dann muss ich Sven Olsen Bescheid sagen. Moin. Ja, moin. Ach, Tina. Ich will dich doch gar nicht verlieren. Merke ich aber schon lange nichts mehr von. Das ist mir heute klar geworden. Aber du kannst doch nicht hier reingerauscht kommen und glauben, dass alles wieder in Butter ist. Nur weil dir heute plötzlich klar geworden ist, dass du mich nicht verlieren willst. Ich weiß jetzt aber, was ich will. Ich aber nicht mehr. Zufrieden. Aber ich liebe dich doch. Tina. Es ist zu viel passiert. Lass mir Zeit. Ich glaube, Vanya fängt jetzt auch an nachzudenken. Wenn Frauen Schluss machen, dann ist der Bogen meist schon überspannt. Ah ja, du musst es ja wissen. Du und Jeanette segelt schon auf den stürmischen Wogen der Liebe. Ach, so stürmisch wird es schon nicht werden. Ja, das hoffen alle Väter. Hauptsache, sie sprechen sich morgen in der Schule mal aus. Vor allem sprechen. Hä? Nacht. Nacht. Bist du hier endlich? Ja, ich konnte nicht schneller kommen. Psst, die schlafen schon alle. Ich wollte jetzt noch unbedingt was sagen. Was denn? Die Steffi aus meiner Stufe. Deine Freundin? Nein, ich habe heute Schluss gemacht. Das war's, was ich dir sagen wollte. Nur deswegen kommst du nachts vorbei? Jetzt komm doch erst mal rein. Aber leise. Echt vermisst. Wirklich? Wenn mein Vater uns hier unten sieht, er bringt dich um. Das macht nichts. Thank you.
Hast du das gehört? Ich glaube, da unten ist jemand. Das war in der Praxis. Oh, Benny, schaut mal, Jeanette. Olsen? Ja, hier ist Dr. Teschner. Herr Olsen, ich glaube, wir haben im Haus einen Einbrecher. Ich bin sofort bei Ihnen. Bleiben Sie ruhig und keine Alleingänge. Schnell. Jeanette. Jeanette, du musst aufwachen. Papa, was ist denn los? Psst, wir haben Einbrecher im Haus. Entschuldigung. Das will ich. Pierre, sag mal. Jeanette, was soll denn das? Du wolltest mich ja nicht weglassen. Also. Jeanette, was sind denn da für Leute in deinem Zimmer? Wieso Leute? Ihr kennt doch Pierre. Also gut, darüber reden wir später. Ihr weckt jetzt Eckholm und geht aber leise, ja? Tesch, ich helfe Ihnen. Ich komme mit euch. Nein, nein. Also du passt auf Jeanette auf. Und du passt auf die beiden auf. Klar? Wir haben jetzt keine Sprechstunde. Wollen Sie nicht vielleicht auch mein Angebot annehmen? Hey! Bleiben Sie liegen! Winter, das ist der Herr Winter. Dann ist das der Mann, der die Fahrerflucht begangen hat. Die Pastorin hat mich verraten. Tun Sie bitte nicht so, als ob sich die ganze Welt gegen Sie verschworen hätte. Aber er kam in die Kirche. Verraten haben Sie vor allen Dingen die Lacksplitter am Motorroller. Ich habe inzwischen einen Sportwagen gefunden. Gut versteckt am Hafen. Mit entsprechenden Kratzern. Und dieser Wagen ist auf Ihren Namen zugelassen. Kein Problem. Nur verstaucht. Übrigens, das war meine Schwiegertochter, die Sie da auf der Straße haben liegen lassen. Das tut mir leid. Ich muss sie mitnehmen. Und... Eine Klinik für Suchtkranke? Das kann nur der Richter verfügen. Kommen Sie. Ach, ich werde mich trotzdem für Sie einsetzen. Danke. Ich gewöhne mich nur langsam an eure Haushaltsführung. Aber irgendwann erfährt man vielleicht, was das alles zu bedeuten hatte, was? Ach, gute Nacht. Jedenfalls, der Typ fährt hier nicht mehr so schnell rum. Da kannst du sicher sein. Danke. Weißt du, Tina, so ein Trauma, das lässt sich ganz gut therapieren. Ja? Ja. Wir machen ein Verhaltenstraining. Das heißt, ich werde dich wieder schrittweise an die angstbesetzte Situation heranführen. Autofahren? Ja, klar. Ich habe gedacht, wir machen richtige, praktische Fahrübungen. Dann sollst du mal sehen, wie schnell du die Angst beim Autofahren wieder verlierst. Du bist
so lieb, Moritz. Danke für alles. Das ist doch selbstverständlich, Tina. Bin ja immerhin noch Ihr Arzt, oder? Knut hat sich in dich verliebt. Mensch. Knut. Ich kann Knut gut verstehen. Hör mal, Tina. Wir dürfen das nicht. Ich weiß, Moritz. Ich weiß. Schnell, die kommen! Moin, moin. Moin, moin. Dauert noch einen Augenblick. Ja, ja, schon gut. Mhm. Ja, wenn Sie dazu haben, setzen wir uns, ja? Mhm. Weißt du, es ist wirklich schade mit Inak. Der traut sich nichts mehr. Ich meine, so eine kleine Fahrt nach Kanada, aber Gertrud. Gut, man könnte meinen, der ist schon im Kreisen, Alter. Hoffentlich macht er noch die paar Schritte zum Stammtisch ein paar Jahre. Oh, da sehe ich schwarz. Ich meine, so ein Stubenhocker wie der. Ein richtiger Stubenhocker, ein richtiger Stubenhocker ist er geworden. Die wissen halt, von wem die reden. Du Albert, glaub mir, manchen macht das Alter eben mehr zu schaffen. Stubenhocker, Alter. Du halber Hahn, du Öl. Oh, Hinnack. Ja, Hinnack. Hinnerksen, der Greis. Von wegen. Hier steht Hinnerksen, der Globetrotter. Und deshalb frage ich dich, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und deiner, willst du, liebe Gertrud, mit deinem bärenstarken Mann, der in der Blüte seiner Männlichkeit ist, willst du mit dem nach Kanada? Antworte mit Ja oder Nein. Ja, wie ein Hinnack. Gut. Ja, er hat es sehr eilig. Danke. Sonst alles in Ordnung? Ja, also, ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen Stress. Ah ja. Stress? Naja, es ist nur, er hat halt immer so wenig Zeit. Manja will immer, dass alles so weiterläuft wie bisher. Weißt du, ich will mit ihm den Ozean durchschwimmen und ihm reicht es nur, den Fuß ins Wasser zu halten. Hinnack, Hinnacksen, wir fahren nach Kanada. Der Doktor hat uns freigegeben. Och nee, Mann, Gertrud, ich muss doch den Vollmond für meine Kräuter nutzen. Und was wird mit dem Fahrradverleih? Und denk an die vielen Grizzlies, die in Kanada rumlaufen. Und überhaupt, ich hab noch die Nase voll von Brasilien, Urwald und so. Und dann direkt im Mang ins Tropeninstitut, in die Quarantäne. Nee, ich glaube nicht, dass Hinnerksen noch mal über den großen Teich geht. Nee, bei aller Liebe nicht. Und damit basta. Und überhaupt, Gertrud. Erzähl das deinen Kräutern. Gertrud. Wenn du ihnen im Mondschein begegnest. Gertrud. Und dafür kommst du in meine Kanzlei? Um mir zu sagen, dass Tina alleine zu Hause sitzt? Meinst du nicht, dass ich das selber weiß? Wir wissen es manchmal sehr relativ, Vanya. Ist gut, denn es reicht. Ein Anruf hättest du auch getan. Am Telefon bist du ja nicht zu fassen. Jetzt fangen wir auch noch damit an. Ich wollte ja nur sagen, dass Tina dich braucht. Ich meine, dass sie dich heute sehr braucht. Mehr wollte ich ja nicht. Ja, wunderbar. Und was soll ich bitte meinen Klienten erzählen? Ich habe hier eine super komplizierte Erbschaftssache laufen. Manchmal muss man eben auch Prioritäten setzen. Na, das sagt ja der Richtige. Wer von uns beiden ist denn hier der Workaholic, hä? Ich weiß, wann ich den Bogen überspanne. Was willst du denn? Es ist doch gar nichts passiert. Nein. Nichts passiert. Lass stecken, Dad. Tina versteht mich schon. Naja. Du musst es ja wissen.
du jedenfalls nicht. Was genau hast du denn geträumt? Ein Unfall. Ein Auto kam auf mich zugerast und hat mir einfach umgefahren. Gut, dass du uns angerufen hast. Vanya hätte ja eh keine Zeit gehabt. Es ist angerichtet. Na komm, jetzt ist das noch. Männer sind eben mit ihrem Beruf verheiratet. Anwesende ausgenommen. Danke. Ach, Vera. Du hast echt Glück. Mhm. Wenn der Herr Doktor nicht gerade Bereitschaft hat oder Notdienst oder Hausbesuche. Ich weiß wirklich manchmal nicht, ob das alles noch Sinn macht. Ach komm, Tina. Nicht weinen. Vanya hat das nicht so gemeint. Und Moritz kümmert sich um dich. Morgen, Herr Kollege. Moin. Ganz schön spät. Ich war gestern mit Vera noch die halbe Nacht bei Tina. Bis Vanya dann endlich mal nach Hause kam. Wir wollten sie nicht alleine lassen. Was war denn? Sie hat Albträume vom Unfall. Angstzustände. Das habe ich befürchtet. Also ich denke, wir haben es mit einer posttraumatischen Belastungsreaktion zu tun. Oder? Sie hatte schon auf dem Rückweg vom Krankenhaus so ein Herzrasen gehabt. Sie kommt nachher in die Praxis. Sie kümmern sich drum? Na klar. Danke, Herr Dr. Auswein. Keine Ursache, Chef. Uli, Jeanette will heute nicht zur Schule gehen. Sie macht einen auf krank. So? Was fehlt ihr denn? Ja, jedenfalls keine gesundheitlichen Beschwerden. Sie findet sich hässlich und alle sind gemein. Verstehe. Liebeskummer. Ja, anzunehmen. Weißt du, wenn Jeanette sich zu krank fühlt für die Schule, dann sollten wir sie auch nicht zwingen. Also, ich weiß nicht. Ach komm, die beruhigt sich schon wieder. Praxis Dr. Teschner-Wegener, guten Tag. So. Ciao, ich muss los. Vanya, ich muss dir was sagen. Können wir das Ding heute Abend besprechen? Ich habe heute Abend nicht Zeit. Ich habe immer wieder versucht, mir einzureden, dass es noch stimmt zwischen uns. Liebling, lass uns später drüber reden, okay? Aber man kann sich auch zu lange was vormachen. Was soll denn das jetzt? Ich habe wirklich keine Zeit. Hast du doch eh nie. Und jetzt brauchst du auch keine Zeit mehr für mich aufzuopfern. Es ist nämlich vorbei. Bitte. Du willst Schluss machen? Vanya. Ich will mehr als ein Freund, mit dem man nur zusammenwohnt, ab und zu Sex hat, 14 Tage im Jahr in Urlaub fährt. Ich will einen Partner, mit dem ich gemeinsam leben, Pläne schmieden, Träume haben kann. Ja, aber man lebt nicht allein von Träumen. Soll ich es alles stehen und liegen lassen, oder wie? Darum geht's doch nicht. Und außerdem hast du es doch so eilig. Tina! Moin, moin, Frau Pastorin. Moin. Na, was gibt's? Ich brauche Ihren Beistand. Als Mensch und Mediziner. Das klingt aber mehr nach Ihrem Beruf, bitte. Nehmen Sie Platz. Das mag sein. Danach hat mich schon mal jemand gefragt. Das war vor 2 Tagen, so ein junger Mann. Mit so einer schicken Sonnenbrille. Ich will ihm helfen. Dem hilft nur eine Entziehungskur. So ein Suchtpatient. Da besteht die akute Gefahr der Beschaffungskriminalität. Ich bin in Sorge, dass er noch mehr Dummheiten machen wird. Moment mal. Was heißt noch mehr? Ja, er hat einen Motorroller angefahren. Dann ist das der verfluchte Kerl, der Tina angefahren hat. Ist sie schwer verletzt? Nein, nein, sie hatte Glück. Im Unglück ist auch schon wieder zu Hause. Gott sei Dank. Der soll mich kennenlernen. Ich rufe es dann los an. Ich verstehe Sie. Aber wir haben Schweigepflicht. Aber der Mann darf keinen Meter mehr Auto fahren. Ja, er kommt heute wieder. Aber dann nehmen Sie ihm wenigstens den Autoschlüssel ab.
schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Schön, dass Sie gekommen sind. Bitte. Wie geht's dem Unfallopfer? Ich hätte gerne erstmal Ihren Autoschlüssel. Ich will sicher gehen, dass Sie nicht mehr fahren. Das ist Erpressung. Das mag sein. Also, geben Sie mir Ihren Schlüssel. Also gut. Ihr Opfer hatte Glück. Der jungen Frau ist nicht viel passiert. Danke. Ein erster Schritt ist getan. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen auch bei den nächsten. Und ich, Trottel, habe Ihnen vertraut. Aber Herr... Zufällig, wem der Geländewagen vor der Kirche gehört? Keine Ahnung, Herr Olsen. Danke. Herr Olsen, haben Sie eigentlich schon was wegen der Fahrerflucht rausbekommen? Die Fahndung läuft, aber wahrscheinlich ist der Mensch schon über alle Berge. Moritz, ich kann doch nicht mal mehr Auto fahren. Ja, komm, Tina, jetzt bleib mal ruhig. Das wird schon wieder. Das braucht nur seine Zeit. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Das ist Johanniskraut, ein Pflanzenpräparat. Kannst du ein paar am Tag von nehmen, das beruhigt. Danke. So, und jetzt gucke ich mir mal deine Wunde an. Was ist denn das? Eine Wärmflasche? Nee, das nur nicht gerade. Was ist denn das? Ja, was? Darf ich? Hey, das ist aber süß. Mhm. Wer ist denn das? Darf ich vorstellen? Das ist Knut. Zach, Knut, altes Seeungeheuer. Du, deine Wunde, die sieht schon wieder ganz gut aus. Mhm. Hör mal, ich küsse keine Typen. Auch wenn sie noch so süß sind. Tina, der soll sich erst mal rasieren. Ich habe mich von Vanya getrennt. Mensch, Tina, das tut mir leid. Musste denn das sein? Es ging nicht mehr. Oh. Das ist ja eine Überraschung. Hi, Dad. Heute habe ich wenig Zeit. Tina hat mit mir Schluss gemacht. Tut mir leid, Vanya. Und mir tut's leid, dass ich gestern so mies zu dir war. Schon gut, mein Junge. Ich hätte mich auch nicht einmischen müssen. Egal, wie sehr ich Tina mag. Ja, aber du hattest recht. Ich wollte dir nur sagen, du musst verdammt nochmal aufpassen, sie nicht zu verlieren. Deswegen war ich in der Kanzlei, aber das ist ja wohl gründlich in die Hose gegangen. Und ich konnte dir nicht mal 5 Minuten zuhören, ich Idiot. Wenn du sie magst. Ich meine, wenn du sie wirklich magst. Du musst wissen, was du willst. Ja. Aber dafür ist es vielleicht schon zu spät. Ja, klar komme ich, Tina. Du, heute geht's nicht mehr, aber morgen. Ja, ich komme morgen vorbei, ja? Verspreche ich dir. Du, gute Besserung und liebe Grüße von Vera. Hör auf! So, dafür kriegst du jetzt einen Knutschneck. Nein, ich will kein Hämatom mehr. Wenn ich früher Kummer hatte, dann lag das ehrlich gesagt meistens an den Jungs. Mit 15 war ich mal total verliebt. Aber denkst du, der Typ hätte mich mal eingeladen? Oder mich überhaupt wahrgenommen? Irgendwann habe ich mich durchgerungen und habe ihn ins Kino eingeladen. Ich war so glücklich, als er zugesagt hat. Aber im Kino ist er dann mit einer anderen aufgetaucht. So ein Arschloch.
Was ist denn los? Hat er eine andere? Wie dumm von ihm. Ach, mein Mädchen. Es gibt noch andere coole Jungs. Aber niemand wie Peer. Versteh dich ja. Doktor, er will einfach nicht nach Kanada, der sture Kräuterbauer. Ja, warum denn nicht? Wer ist ihm lieber zu Hause? Ja. Passen Sie auf, Gertrud. Wenn Sie morgen zur Nachuntersuchung kommen, dann bringen Sie ihn einfach mit und den Rest, den mache ich dann. Wirklich? Na klar, ich meine, Stubenhocker kann auch mit 90 werden. Hm? Ach Doktor, das wäre so schön, wenn Sie ihn rumkriegen könnten. Ja gut, Schwester Gertrud, das stimmt auch noch nicht. Ich mache das dann. Ja, moin, moin. Na nu, Jeannette. Schon wieder auf den Beinen? Den Trick musst du mir verraten. Tricks waren da nicht notwendig. Ich müsste nachher noch mal weg. Das glaube ich nicht. Was? Das heißt wie bitte? Wenn du krank bist, bist du krank. Und wenn du wieder gesund bist, dann kannst du möglicherweise morgen in die Schule. Einverstanden. Na gut, bleibe ich halt hier. Ja. Aber pass auf, aus Mitleid und Zuneigung wird schnell mehr. Ich bin mit dir zusammen, Vera. Ich will niemand anderes. Mhm. Aber wenn man sich so nah kommt, kann leicht was passieren. Bei mir nicht. Und jetzt? Kommst du? Mit mir? Ins Wasser! Ah! Total schiefgelaufen. Er glaubte, dass ich ihn verraten wollte. Oh, verdammt. Den Autoschlüssel habe ich auch nicht. Den schnapp ich mir. Egal wie. Ich dachte, Sie könnten mir seine Adresse geben. Ja, glauben Sie, Sie können jetzt bei ihm noch was ausrichten? Ja, ich will es wenigstens versuchen. Wir haben nur seine Privatanschrift in Frankfurt. Dafür wird sich die Polizei interessieren. Mein Gott, wenn diese verfluchte Schweigepflicht nicht gewesen wäre. Dr. Teschner, sollen wir nicht lieber alle Pensionen durchtelefonieren? Dicke sind es klein. Wen suchen Sie denn? Einen Patienten, der neulich abgehauen ist. Den habe ich gestern im alten Landkrug gesehen. Ach, dann sagen Sie erst jetzt. Ich wusste ja nicht, dass Sie den suchen. Mann. Gut. Habe ich noch ein Haus zu suchen, mehr. Gut. Aber vergessen Sie nicht. Von mir wissen Sie nichts. Moin. Moin, Herr Doktor. Sagen Sie, Herr Bohm, ist bei Ihnen ein gewisser Winter abgestiegen. Ist was passiert? Welche Zimmernummer hat er? Der war hier. Der hat heute Morgen ausgecheckt. Ist er mit dem Wagen weg? Keine Ahnung. Gottes Willen, der darf überhaupt nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Das ist eine Gefahr für alle Menschen. Dann muss ich Sven Olsen Bescheid sagen. Moin. Ja, moin. Ach, Tina. Ich will dich doch gar nicht verlieren. Da merke ich aber schon lange nichts mehr von. Das ist mir heute klar geworden. Aber du kannst doch nicht hier reingerauscht kommen und glauben, dass alles wieder in Butter ist. Nur weil dir heute plötzlich klar geworden ist, dass du mich nicht verlieren willst. Ich weiß jetzt aber, was ich will. Ich aber nicht mehr. Zufrieden. Aber ich liebe dich doch. Tina. Es ist zu viel passiert. Lass mir Zeit. Ich glaube,
glaube, Vanya fängt jetzt auch an nachzudenken. Wenn Frauen Schluss machen, dann ist der Bogen meist schon überspannt. Ah ja, du musst es ja wissen. Du und Jeanette segelt schon auf den stürmischen Wogen der Liebe. Ach, so stürmisch wird es schon nicht werden. Ja, das hoffen alle Väter. Hauptsache, sie sprechen sich morgen in der Schule mal aus. Vor allem sprechen. Hä? Nacht. Nacht. Bist du hier endlich? Ja, ich konnte nicht schneller kommen. Psst, die schlafen schon alle. Ich wollte jetzt noch unbedingt was sagen. Was denn? Die Steffi aus meiner Stufe. Deine Freundin? Nein, ich habe heute Schluss gemacht. Das war's, was ich dir sagen wollte. Nur deswegen kommst du nachts vorbei? Jetzt komm doch erstmal rein. Aber leise. Wirklich? Wenn mein Vater uns hier unten sieht, er bringt dich um. Das macht nichts. Hast du das gehört? Ich glaube, da unten ist jemand. Das war in der Praxis. Oh, Benny, schaut mal nach, Jeanette. Olsen? Ja, hier ist Dr. Schnall. Herr Olsen, ich glaube, wir haben im Haus einen Einbrecher. Ich bin sofort bei Ihnen. Bleiben Sie ruhig und keine Alleingänge. Schnell. Anhalten. Ausatmen. Einatmen.
Also, ja, Sie können sich wieder anziehen. Also, eine Bronchitis haben Sie nicht, gestatten Sie. Das werde ich ja wohl besser wissen. Sagen Sie, was wollen Sie dann bei mir? Also, meine Augen sind jedenfalls in Ordnung, Herr Doktor. Ich habe Ihnen doch gesagt, was ich will. Wissen Sie, Codein ist ein Morphinderivat des akuten Atemwegserkrankungen lindert. Aber es wird auch von Süchtigen gegen Entzugserscheinungen genommen. Nehmen Sie mal Platz. Ja und? Machen Sie sich doch nichts vor. Die Krankheit, die Sie haben, nennt man Sucht. Kommt in besten Familien vor. Na, hören Sie mal. Wissen Sie, es ist gar nicht mehr so schwierig, einen Platz in der Entzugsklinik zu bekommen. Ja, aber mit den Tabletten könnte man den Entzug vielleicht auch so schaffen. Schwerer als Sie denken. Ja. Entschuldige, Uli, der Techniker ist da wegen des Sonogeräts bei Moritz. Ah ja. Sie entschuldigen mich mal einen Moment. Du sollst Pierre mal fragen, ob er nicht einen Ausflug mit dir macht. Immerhin hat er geholfen, dass sein Vater die Anzeige zurücksieht. Ja, schon. Mhm. Meinst du, das hat er einfach nur so gemacht, oder? Ich weiß ja nicht. Super, wahr? Vielleicht hat er ja eine andere. Hast du es gesehen? Naja, der hängt immer mit so einer Tussi aus seiner Stufe rum. Sind sie dann wirklich zusammen? Haben die geknutscht? Habe ich nicht gesehen. Also, wenn du ihn wirklich willst, dann muss er auch ganz offensiv sein. Also. Na, die Damen. Alles paletti? Ja. So? Hm? Teuer. Na, die Damen. Alles paletti? So, es tut mir leid. Bitte? Ramona! Sagen Sie, ist mein letzter Patient bei Ihnen vorbeigekommen? Das kannst du ja raus. Wieso? Suchen Sie mal die Unterlage raus. Ach, gibt's nicht. Privatpatient. Aber der hat bei Frankfurter Adresse dagelassen. Und das noch. Wahrscheinlich auf der Durchreise. Dabei ist er nur eingeschränkt verkehrstauglich. Hinachsen! Hör doch mal, mein Onkel aus Kanada hat geschrieben. Anlässlich meiner Hochzeit möchte ich dich und deinen Mann zu mir einladen. Ich würde mich überaus freuen, wenn ihr kommen könnt. Dein Dick. Aua, aua, ha. Kanada, das ist ja bannig weit weg. Wo du überall Verwandte hast. Nicht? Wäre doch eine wunderbare Gelegenheit, mal was ganz anderes zu sehen. Ja, da gibt's ja massenhaft Natur in Kanada. Und wir beide, wir haben uns doch mal einen richtigen Urlaub verdient. Ja, aber glaubst du, dass der Doktor dir freigibt? Wenn du nicht da bist, geht doch bei dem in der Praxis gar nichts mehr. Das lass mich mal machen. Meine Süße, du. So was, Kanada. Cooleres Outfit als du. Na toll, danke. Jeanette, warte. Das war nicht so gemeint. Warte mal eben.
Jeanette! Rosa, Sie wollten doch die Versuchsanordnung im Labor aufbauen. Ja, ist schon klar. Tina! Vorsicht! Nicht den Helm abnehmen! Moritz! Nicht bewegen, Tina. Ah, oh, meine Schulter! Bleib ganz ruhig liegen. Oh, gut, dass du da bist. Blöde Tussi schmeißt sich Per einfach an den Hals. Du magst mich, wenn ich das mache. Du musst einen verdammt guten Schutzengel haben, Tina. Ja, oder gleich mehrere. Ja, Fahrerflucht. Schalte sofort die Fahndung ein. Ja. Moritz, kommst du nicht mit ins Krankenhaus? Natürlich kommt er mit. Ich übernehme Ihre Patienten, Herr Kollege, und vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben. Keine Aufregung, Herr Mansberg. Wir haben noch nie eine Frist verstreichen lassen. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. Vanja Teschner? Ja, Vanja, hör mal zu, Tina ist mit dem Motorroller verunglückt. Was? Bleib mal bitte kurz dran, Dad. Herr Mansberg, darf ich Sie gleich zurückrufen? Ja, wenn es denn sein muss. So, was ist los, Dad? Tina ist mit dem Motorroller verunglückt, aber wie wir auf den ersten Blick feststellen konnten, hat sie keine größeren Verletzungen. Oh Gott, wo ist sie denn jetzt? Auf dem Weg in die Klinik. Ich kann es hier unmöglich weg. Ich komme, sobald es geht. Wenn deine Arbeit so wichtig ist. Dad, ich komme gleich nach meinem Termin. Na gut, bis dann. Herr Grün ist jetzt da. Ah, moin, moin. Ich werde beim Schiff ein gutes Wort für dich einlegen. Bitte lass mich nur machen. Ich frag ihn das schon selbst. Bericht ausgefallen? Sind alle so gemein zu mir? Was ist denn los? Jeanette? Ich hab so eine Ahnung. Moin, moin, Chef. Chef, erstmal nur als Frage. Ich hab noch Verwandtschaft in Kanada. Einen Onkel. Und der ja, und mit Moritz haben wir schon gesprochen. Und für Moritz, also den Herr Rosswein, der hat okay, hat er gesagt. Ja, nun ist ja schon gut mit dir, nun lass mich mal machen. Ja, und dieser Onkel, der hat also uns, den Hinnack und mich, zu seiner Hochzeit eingeladen. Und meine Damen, sagen Sie, hat es nicht Zeit, ich komme gerade von einem schweren Notfall. Nee, ist ja schon klar. Es ist nur, ob es vielleicht möglich wäre, kurzfristig freizubekommen. Brigitte würde dann wieder den Tresen übernehmen. Ja, die Gertrud will nach Kanada und ich könnte helfen, Brigitte einzuarbeiten. Also ja, und mit dem Reiterhof komme ich schon klar. Meine Damen, wenn ich das richtig verstanden habe, Schwester Gertrud... Uli, Jeanette ist gerade von der Schule zurückgekommen. Verdammt nochmal, kann ich auch mal was sagen? Tina hat einen Unfall. Fahrerflucht. Aber keine Sorgen, meine Damen. Wahrscheinlich hat sie noch mal Glück gehabt. Er hat sich ja tapfer gehalten, der kleine Moritz. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Wiedersehen. Entschuldigen Sie? Ist alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Ist Ihnen etwas zugestoßen?
Von heute auf morgen war ich draußen. Arbeit weg, Geld weg. Ist es denn völlig hoffnungslos? Es ist noch viel schlimmer. Ohne mich zu dopen, hätte ich das all die Jahre gar nicht durchgehalten. Sie haben noch Schweigepflicht, oder? Ja. Es ist sowieso alles sinnlos. Wollen Sie es mir erzählen? Kann ich ein Glas Wasser haben? Aber bitte, bitte, pass auf meinen Wagen auf, ne? Ja. Moin. Es ist so lieb, dass du bei mir warst, danke. Ja, ist doch selbstverständlich. Ah, da kommt Teschner Junior. Tina, tut mir leid, es ging leider nicht. Oh Gott. Hallo, Vanya. Mann, du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Sie hatte Glück im Unglück. Außer Prellungen und Hautabschürfungen haben wir nichts festgestellt. Bitte. Pass mir gut auf Sie auf. Weißt du? Mach ich. Gut, hab vielen Dank. Wir müssen auch gleich los, weil ich noch einen Termin habe. Kommst du? Ja. Ja. Danke. Komm. Tschüss. Tschüss. Deine Jacke? Ja, lass mich an. Ich kann später noch mal vorbeischauen. Ach, gerne, Moritz. Das wäre wirklich nett. Ciao. Ciao. Danke, Moritz. Tschüss. Tschüss. Hübsches Mädchen. Steht auf dich. Sehr witzig. Man kommt nie ohne Grund in eine Kirche. Und niemals vergebens. Also, was ist passiert? Ich habe Motorroller angefahren. Ich bin einfach weiter. Sie sollten die Verantwortung übernehmen. Dass Sie zu mir in die Kirche gekommen sind, das ist gut, aber... Ich muss wissen, ob der Fahrer noch lebt. Helfen Sie mir bitte. Ich will sehen, was ich tun kann. Aber Sie lassen das Auto jetzt stehen. Reichen auch nur noch für ein, zwei Tage. Gut, kommen Sie morgen. Dann weiß ich vielleicht mehr. Anja ist nachher ganz langsam gefahren, aber selbst da hatte ich noch panische Angst. Ich habe geschwitzt, gezittert, hatte Herzrasen und das als Beifahrer. Weißt du, es kann dauern, bis man so einen Schock überwunden hat. Was du jetzt vor allem brauchst, ist Ruhe. Komm hin. Danke. Schon besser? Mhm. Sag mal, und Anja, hast du gleich wieder eine Kanzlerin?